Das war's mit Dog Eyes. Bericht Höllengeld. Dämonen sind in North Point erschienen. Gut. So, Höllengeld. Nachgemachte Banknoten, die als Opfergabe für die Toten verbrannt werden. Verbrennt man nachgemachte Banknoten, versorgt man die Toten in der Unterwelt mit Geld, um deren Leid zu lindern und, weitaus wichtiger, um sie davon abzuhalten, ins Reich der Lebenden zurückzukehren. Ah, eine Art Bestechung, ich verstehe. So, was haben wir denn jetzt hier wieder? Ah, nur eine Mission. Okay. Dann machen wir die. Jingxi Garage, jemanden befreien. Deswegen ist ja auch eine Gefälligkeit. Also deswegen ist das Gefälligkeitssymbol. So, das heißt, wir müssen die nur verprügeln. Wir müssen kein Tor, also kein Energiefeld oder so zumachen. Wird sehr entspannt. So, bin schon da. Zack. Oh, ich hab den Helm noch auf. So, zack, einer weg. Zweiter weg. Dritter weg. Und vierter weg. Gerne Teilzeitkiller, okay. Neues Outfit. Haben wir sonst noch was hier? Nee. Dann Geister der Vergangenheit. Da ist unser Motorrad. Oh, ich sitze ein bisschen verkrampft. Ich merke das voll am Rücken. Aber das Game macht so Laune, ich bleibe jetzt einfach so sitzen. Oh, der eine Typ wollte mich da angreifen. So, hier nach links. Dann hier nach rechts. Mal schauen, gegen wen wir jetzt kämpfen müssen. Also Red Face und Dog Eyes haben wir schon. Big Smiley kommt sicher auch noch. Also ne, gehe ich mal stark davon aus. Dann die ganzen Leute von der 18K, die wollen uns wahrscheinlich auch töten. Die wir da relativ schnell hintereinander umgebracht haben. Die ganzen Killer. Ja, mal schauen. Okay, wir müssen in den Bam Bam Club. In the underworld, the rumor is that it was Ponytail who killed Smiley Cat and turned him into cat food. Maybe he can help you if you talk him into it. Okay, stimmt. Ponytail gibt's ja auch noch. Das ist aber einer von den 18K, glaube ich. Wie die hüpfen. Okay, ab geht's. Also wir müssen die nur verprügeln. Wir müssen die nur verprügeln, weil wir müssen die ja nur befreien. So, zweiter. Machen halt teilweise eh nix. Und die anderen, die bleiben einfach da stehen und chillen und genießen die Musik. So, weg mit dir. Einer noch. Perfekt. Oh, aha. Oh, den kenne ich ja. Der war richtig stark. An den kann ich mich noch erinnern. Der hat mir am Anfang richtig gegeben, weil ich das so oft gemisskontert habe. Jetzt kommt er mir irgendwie nicht mehr so stark vor. Ja gut, dann gehe ich halt auf jeden Fall, mich der andere nicht angreifen will. Ich glaube, der hat richtig viel ausgehalten, der Rauswerfer. Ja, aber schau, der ist schon weg. So. Ja, und dem ist das dann halt auch egal. Der schlägt dann einfach weiter. So, komm, steh auf. Ah, jetzt ist er weg. So.
Dann gehen wir ab zum VIP-Bereich. Der ist oben. Wo waren nochmal die Treppen? Treppen waren hier und dann links, glaube ich, oder? Nee. Waren die hier? Nein, hier waren die auch nicht. Hier waren die. Im Bam-Bam-Club war das ja ein bisschen komplizierter zum Finden. Okay, gut. Dann machen wir den mal. Oh, das sind ja auch normale Leute dabei. Nein, du sollst den hier verbannen. So, der ist weg. Ja, gut. Ja, der beschwört da jetzt immer, das ist gut, aber die normalen sind weg. Die ich normal verprügeln kann. So, sehr gut. Jetzt können wir ihn hier verprügeln. Ah, stimmt, mein Balken ist abgelaufen. So, hier, perfekt. Oh, er hat seinen eigenen erwischt. Ja, er beschwört wieder, ich weiß. So, komm, lass mich in Ruhe. In den Balken vollkriegen, so. So, perfekt. Dann machen wir hier die restlichen weg. Ah, sehr gut, jetzt haben wir nur noch zwei. Und dann kommt Ponytail. Zack. Die Musik auch sehr cool, muss ich sagen. Perfekt. What are you gonna do? Kill me? No. I'm gonna cut you up and feed you to the fish. You'll be stuck here, Ponytail. Just another powerless, hungry ghost. You shit, Shen. Or you tell me how to beat Smiley Cat. Then I'll send you back to where you belong. Even in death, you break balls. Burn him. Burn the body. What body? You ground him up for cat food. Most of him. Uncle Po had me save Wu's pinky finger to guarantee he'd get no rest in the afterlife. Where is it now? It's in a red vase at the temple in North Point, where we used to swear in new members. Burn it, and you'll be able to send him back. I'll see you in hell, Wei Shen! Alles klar, Friedhof, Friedhof der Kuscheltiere. Also Bericht besessene Schläger, Dämonen sind in North Point. Was ist denn da los? Ciao. So, lesen wir mal den nächsten Bericht. So, besessene Schläger. Die ATK konnte sich nicht gegen Smiley Cat und seine Verbündeten aus der Unterwelt behaupten. Berichten zufolge ist die ganze Triade unter deren übernatürlichen Kontrolle. Obwohl sie nicht tot sind, können diese Schläger als Teil von Smiley Cats Armee gesehen werden. Töte sie, sobald sie in Sichtweite sind. Gut, was haben wir denn jetzt? Haben wir neue Aufträge? Da stand doch Dämonen sind in North Point erschienen. Ah, hier. Jiangxi Straße wieder. So, dann mal ab da runter. Dann machen wir gleich mal weiter mit der Story. Der eine wollte mich angreifen, ich habe es kurz gesehen am Lebensbalken.
Das Luschen-Motorrad vom Anfang. So. Oh. Schnell. So, rein mit dir. Nächster. Nein, nicht mit mir, Junge. Du kommst da jetzt rein. Du gehst da jetzt, du fällst da jetzt ins Nichts. Genauso wie du. Ich hab keinen Bock, dass ihr da ständig nachspawnt. Ciao. Zack, hier kannst du mal am Boden liegen. Perfekt. So, der ist mal weg. So, verprügeln wir den mal hier. Perfekt, dann ist der weg. Dann fehlt uns nur noch einer, dann haben wir's. Sehr schön. Neo V. Geister und Co. Oh, haben wir jetzt alles freigeschalten? Haben wir alle DLCs gemacht, oder wie? Oh, die Mission heißt Smiley Cat. Okay. Ich bin jetzt circa 1 Stunde 20. Also so im Groben 1 Stunde 18 habe ich da am Timer stehen, aber ich habe das Spiel auch noch gestartet und so. Also sagen wir so eine Viertelstunde. Okay, ja, dann gehen wir in den Tempel. Wir können uns ja dann nachher ansehen, ob dann die Sachen anders sind. Ja, die kämpfen für uns. So, dann hier drüben genauso. Warum steht da, ich muss linke Maustaste drücken? Ich bin ja gar nicht der, der gebissen wurde. Hä? Ja, wenn die sterben, auch nicht so wild. Warum da ständig was explodiert? Das ist so random irgendwie. Wir haben unabsichtlich den auch verprügelt. Hoppla, war nicht meine Absicht. This is what revenge looks like, Shen. I have a thousand years of dead soldiers at my command. Son on ye killed me once, they won't do it again. So, die müssen wir da wieder ins Portal reinschmeißen. So, nachher kommt sicher noch was, hundertprozentig. So, komm schon, wo ist denn der dritte? So, du willst mich beißen, das lasse ich aber nicht zu. Und zack. Können wir die Reste in GNG verprügeln. So, das sind die drei da hinten, wenn ich mich nicht ganz... Ja, das müssten die drei sein. So, der eine ist mal weg. Das ist aber echt cool, was sie sich da haben, was sie sich da überlegt haben. Nice auf jeden Fall. Ist ein sehr gelungenes DLC. Oh, kommt jetzt nicht Big Smiley oder so? Stimmt, die Mönche können ja kontern. Okay, er kann sich also nicht mir direkt entgegenstellen, er muss halt zuerst jemanden besitzen. Ja, jetzt haben wir da wieder normale, okay. Achso, ich muss sie da wieder reinschmeißen. So, rein mit dir. So, nächster rein.
Nein, du beißt mich nicht. Du liegst jetzt hier drin. Also du fliegst jetzt hier rein ins Portal. So, tschüss. So, das sind jetzt wieder drei, glaube ich. So, ja, zwei nur noch. Zack. Der Move ist halt echt cool, wenn da so wegfliegen. Was? Und nochmal? Gib doch echt nicht auf, okay. Ja, manche kontern halt. Das Problem ist halt, da muss ich halt wirklich warten und dann kontern. Und dann kann ich immer eine reinhauen. Anders funktioniert das halt bei den Mönchen nicht. Die kontern sonst mich und dann kriege ich richtig auf die Schnauze. Ja, genau so. Zack. Gleicher Spaß nochmal? Nee. Ah ja, zwei natürlich. So, den einen müssen wir gleich wegmachen. Alter, der Move hat ja viel zu lang gedauert. Na gut, wir müssen erst wieder mal Energie aufladen. So, hier, der eine ist mal weg. Ja, nee, ich hab keine Angst, Mann. Ich muss nur... Ist der Balken voll? Ich glaube nicht ganz, nee. Jetzt aber. Ah, Dreck. Balken ist voll. Also leer. Zack. Gibt's halt auch gar keinen Schwierigkeitsgrad bei dem Spiel. Also, sie haben es zum Glück nicht allzu schwer und mühsam gemacht. Weil sonst wäre das ja echt zart. So, Balken ist voll. Dann können wir jetzt den endlich da platt machen. Sehr schön. Verbleibende Jingxi. So, ich glaube, der ist down. Ich bin mir aber nicht sicher. Im Endeffekt auch nicht so schlimm. Oh ja, der lebt noch. Der hat's überlebt. So, schnell E drücken. So, zwei noch. So, der ist weg. So, jetzt Smiley Cat besiegen. Den kann ich wahrscheinlich erst besiegen, wenn keine Leute mehr von ihm da sind. Nehme ich mal stark an. Den Kampf halt schön in die Länge zu ziehen, natürlich. Ne, lass mich in Ruhe. Ich glaube, da muss ich diesen Energieding da haben, oder? Damit ich ihm Schaden machen kann. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. So, der ist weg, sehr gut. Oh, er ist down. You all right? Is he gone? Not quite. To hell. SV last is Smiley Cat. No! No!
Enjoy it, old friend. Shall we finish that date? Oh, yes. Oh! Kein Happy End. So, was? Verbandenchef? Berichtsmeilekette, Jing-Shi-Hut ist im Hauptspiel verfügbar. Endspiel, Glückwunsch zum Verband von Smiley-Cat. Sie können jetzt weiterspielen, um alle verbleibenden Inhalte und Herausforderungen zu absolvieren. Okay. So, Smiley-Cat. Smiley-Cat, ein ehemaliger Vollstrecker der Sanonji, der bis zu seinem Tod als Big Scar Wu berüchtigt war. Der ausgewiesene Psychopath wurde vor 20 Jahren auf Befehl des Grand Dragon Onkel Po ermordet. Um ein Zeichen zu setzen, drehten ihn seine Mörder durch den Wolf und verarbeiteten ihn zu Smiley-Cat Katzenfutter. Dies stellte sicher, dass seine Seele niemals Ruhe finden würde und bescherte ihm in der Unterwelt einen neuen, weitaus weniger bedrohlichen Spitznamen. Gut, ja, wir haben das Endspiel erreicht. Hier gibt's nichts mehr zu tun. Gibt's auf der Karte noch irgendwas? Nee, gar nichts. Nichts! Gut, dann, hüpfen wir aufs Motorrad. Fahren zurück noch zum Parkplatz, weil ich will ja schauen, ob die Autos jetzt auch anders aussehen, weil wir im DLC die freigeschalten haben. Ich glaube aber eher nicht. Und dann schauen wir uns natürlich auch noch das eine Outfit, was wir jetzt freigeschalten haben, im Hauptspiel an. Aber dann sind wir durch. Dann war's das. Dann haben wir das Spiel abgeschlossen. So, wie schauen die Autos aus? Wahrscheinlich alle ganz normal, oder? Ja. Ganz normal. Höllenschrein benutzen. Oh. Höllengeldschreine. Je mehr Schreine sie finden, desto größer ist ihre Chance, gegen einen Brand zu stecken, wenn ihre Ansehenanzeige voll ist. Oh. Okay, gut. Ja, das mache ich dann halt wieder offscreen. Das mache ich halt dann wieder offscreen, aber ja, dann sind wir eigentlich fertig mit dem Spiel. Dann speichern wir das Ganze jetzt natürlich noch. So. Einmal und zweimal. Und dann ab zurück zum Hauptmenü. Dann gehen wir zur Hauptgeschichte. Endspiel laden wir. Dann schauen wir uns das nochmal kurz an. Ich glaube, der wird ganz unten sein, oder? Revierpolizist, Muay Thai, Ermittler Shen. Ich glaube. Zusätzlicher Schuss vor Schüssen. 15% Schadensreduktion von Schüssen. Ich glaube, die Rennjacke ist neu. Manhattan Nahkampf, ready to rumble. Teilzeitkiller, da geben sie nicht nur mit ihrer Waffe ein Statement ab. Mr. Black weiß sie selbst die Farbe bestimmen. Der Bon Gag, perfekt, wenn sie ein Dorf retten müssen. Das Winston Chu Ensemble. Gut, ja, haben wir alles. Gibt's hier im Hauptspiel was wir freigeschalten haben? Also klar, wir können das Zodiac-Turnier, also die Mission dort nochmal machen. Wir können hier die Martial Arts Clubs nochmal machen, was hier aber nicht wirklich was bringt. Ja, dann sind wir durch mit dem Spiel.
Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es wahnsinnig gefallen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir die Story schon durchhaben. Weil ich habe gelesen, es geht eigentlich auch so 2 Stunden. Aber wir haben jetzt gerade mal 1,5 Stunden am Konto. Ich habe mich nicht mega gehetzt oder so. Ich habe alle Nebenaufträge gemacht. Ja, auf jeden Fall, wir sind jetzt durch. Ich mache jetzt natürlich noch die Höllenschreine, aber offscreen. Und wenn da dann noch irgendwas danach kommen sollte, dann nehme ich das natürlich auf. Wenn aber nichts passiert, dann werde ich auch kein Video dazu machen. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt schon mal und sag schon mal bis zum nächsten Let's Play und habt noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Beziehungsweise habt einen schönen Abend. Es ist jetzt fast 17 Uhr bei mir. Und ja, macht euch einen schönen Dezember. Frohe Weihnachten auf jeden Fall. Beziehungsweise, ah ja, stimmt. Wenn das Video kommt, ist ja Weihnachten schon längst vorbei. Es kommt ja erst Ende Dezember. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und genießt sie, beziehungsweise habt sie genossen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes neues Jahr. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie zum 24. und zum 31. ein Special-Video mache. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht, weil ich nicht weiß, was ich machen soll, also was ich machen könnte. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch das Let's Play gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder und falls wir uns in dem Spiel nochmal sehen sollten, dann sage ich bis gleich und sonst halt bis zum nächsten Mal. Also, ciao, ciao.